Hallo und willkommen. Wasserdichte Taschen schützen deine Kleidung und Wertgegenstände zuverlässig vor Regen, Salzwasser, Sand und Staub. Dafür sorgt eine spezielle thermoplastische Kunststoffbeschichtung. Wir haben für euch wie immer das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach mal unter dem Video in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern und findet weiterführende Informationen zu diesem Videotopic. Schnell sein lohnt sich also. Die Auswahl ist groß. Grundsätzlich kann man zwischen wasserdichten Packsäcken, Reisetaschen, Rucksäcken und Bauchtaschen unterscheiden. Ein Packsack, oft auch Dry Bag oder Dry Sack genannt, eignet sich besonders gut für Wassersport. Er ist leicht, handlich und lässt sich super im Reisegepäck unterbringen. Eine wasserdichte Tasche eignet sich für jedes Vorhaben, bei dem du und dein Gepäck möglicherweise nass werden könntet. Zum Beispiel beim Strandurlaub, beim Wasser- und Wintersport sowie beim Trekking und Radfahren. Verbringst du deinen Urlaub am Meer, ist eine wasserdichte Tasche fast immer sinnvoll, besonders wenn du vorhast, mit dem Kajak, Kanu oder dem Boot unterwegs zu sein. Aber auch bei anderen Aktivitäten lohnt sich der Kauf einer wasserdichten Tasche, zum Beispiel bei mehrtägigen Wanderungen, Radtouren oder beim Skiurlaub. Also immer, wenn du mit starkem Regen oder heftigen Witterungsverhältnissen rechnen kannst. Eine wasserdichte Tasche eignet sich grundsätzlich auch für Wertsachen. Die meisten Hersteller garantieren dir, dass das Material 100% wasserdicht ist. Bei den Taschen handelt es sich um eine Kunststoffbeschichtung, die extrem widerstandsfähig gegenüber Wasser ist. Deine Wertsachen werden dadurch auch von Sand, Salzwasser und sonstigem Schmutz geschützt. Wichtig zu wissen ist, wasserdicht bedeutet nicht automatisch, dass du mit der Tasche tauchen oder schwimmen gehen kannst. Dann wird der Außendruck auf das Material so groß, kann trotzdem Wasser ins Innere gelangen. Lies dir dafür immer genau die Herstellerbeschreibung durch. Die Größe deiner Tasche ist logischerweise davon abhängig, wie viel und was du mitnehmen möchtest. Es gibt sowohl kleine wasserdichte Taschen als auch XXL-Taschen, die über 110 Liter Volumen haben. Mach dir vor dem Kauf Gedanken. Musst du dein ganzes Reisegepäck für 3 Wochen Sommerurlaub unterbringen? Dann eignen sich große Reisetaschen und Rucksäcke am besten. Machst du nur einen Strandtag oder eine Kajaktour, dann reicht vielleicht ein kleiner Packsack, einen sogenannten Drybag. Wenn du nur die wichtigsten Dinge an den Strand mitnimmst, reicht ein Fassungsvermögen von 10 bis 20 Litern. Darin bringst du zum Beispiel ein Strandhandtuch, Badehose, Handy, Geldbeutel und andere kleine Gegenstände problemlos unter. Der Preis für wasserdichte Taschen variiert stark und ist unter anderem von Größe, Hersteller und Material abhängig. Aber auch im kleineren Budget lässt sich schon eine gute Tasche erwerben. Wasserdichte Bauchtaschen und einfache Packsäcke kannst du meist schon recht günstig bekommen, denn diese Taschen sind klein, leicht und einfach verarbeitet. Bei Rucksäcken und Reisetaschen musst du schon etwas tiefer ins Portemonnaie greifen. Hier zählt vor allem, dass die Nähte gut verarbeitet sind, damit das Wasser auch wirklich keine Chance hat. Alternativ zu einer wasserdichten Tasche reicht vielleicht auch eine wasserabweisende Tasche oder eine Regenhülle. Obwohl die beiden Begriffe wasserdicht und wasserabweisend ähnlich klingen, unterscheiden sie sich stark voneinander. Hat eine Tasche nur eine wasserabweisende Beschichtung, kann der Inhalt, besonders bei starkem Regen, nass werden. Bei wasserdichtem Material sollte der Inhalt immer trocken bleiben, egal unter welchen Bedingungen. Gerade für Rucksäcke eignen sich auch wasserdichte Regenhüllen gut. Solche Hüllen sind meist recht günstig und lassen sich bei grauem Himmel einfach über deinen Rucksack stülpen. Der Nachteil ist hier, dass die meisten Hüllen am Rückenbereich nicht geschlossen sind und deshalb nicht zu 100% dicht sind. Alle Alternativen bieten zwar einen gewissen Schutz vor Regen, stoßen aber bei starken Witterungsverhältnissen an ihre Grenzen. Möchtest du also für Wind, Wetter und was sonst noch so kommt gewappnet sein, führt eigentlich kein Weg an einer wasserdichten Tasche vorbei. Die Hawk Outdoor Dry Bag ist ein hochwertiger wasserdichter Packsack, der im Gegensatz zu den meisten Dry Bags mit 2 gepolsterten Trägergurten zum Umhängen ausgestattet ist. Die Tasche eignet sich für alle Wassersportaktivitäten und hält laut Hersteller auch starkes Strahlwasser mit bis zu 100 Liter die Minute aus. Die Dry Bag schützt also auch vor sehr starkem Regen. Die Echtpower wasserdichte Bauchtasche kommt im Doppelpack, und zwar in den Farben Schwarz und transparentem Blau. Das hat den Vorteil, dass deine Dokumente in der schwarzen Bauchtasche privat bleiben, während du bei der transparenten Variante auch unter Wasser die Touchscreen-Funktion deines Handys nutzen kannst. Die 3 Dichtungsschichten kommen bei den Käufern gut an, denn damit ist die Tasche absolut wasserdicht und hält auch beim Schwimmen und Schnorcheln im Salzwasser alle Wertsachen trocken. Wie zu Beginn bereits erwähnt, findest du unten in der Videobeschreibung die